Welcome back to another German Food Review, and it's pasta time. And look at this, quattro formaggi. So, it's pasta with cheese. And, yeah, first question of which one would you choose? I would go with this one here. Blue cheese is the best. What's the rest? Parmesan. Okay, let's check it out. Parmesan, mozzarella, blue cheese, and soft cheese. Yeah, soft cheese, no idea. Parmesan's okay, but I think blue cheese is a little better. Mozzarella, no. Okay, what else is in here? 48.3% of pasta. And basil and onions. And milk protein. And yeast extract. Yeah, but looks okay. Let's check out the amount of salt. 1 gram as usual, and calories for the one for the whole portion, 260. Fat medium, protein medium to low, and that's it. No. Price, I think 89 cents or so. Yeah, by Maggi. Okay, and of course we need water. Let's open it. Okay, here's the pasta. Sniff test. Ooh, yeah. guess how this here smells like. Yes, like cheese. Super concentrated cheese. Okay, here's the cold water. Yes, I add cold water, right? Yeah, from the kettle. Cold water from the kettle. Okay. Yeah. That's for the not so smart people. Oh. Yes, it's of course hot water. Let's preheat it before the video. So, oh, and it's damn hot. I don't want clumps. Okay, the pasta looks nice, but it's not so good to stir. No, I don't want clumps. Okay, this, what is that? It's just pasta, I don't know. Maybe they should add the, what is it, powder on top of the pasta? No idea. Anyway, maybe I'm too stupid or I haven't checked out the instructions. Maybe it's a special instruction. No. 5 minutes? No. A little more than 5 minutes. Yeah, otherwise the water is too cold, right? Okay, here it is. Pasta quattro formaggi. And that's how it looks like. Let's do a thumbnail here. This time, 12 minutes or 13, I don't know. Yeah, but over 10. And less than 15, I think. Anyway, doesn't matter. It is still warm. No, it is actually still hot. Yeah, I can't hold it like that. And it looks quite good, really creamy. Yeah, and the important part, the sniff test, here we go. Okay, it's not that cheesy anymore. More, it smells more creamy. Where's the cheese flavor gone? No idea. I hope it tastes like cheese. I want a full load of cheese flavor. Okay, let's try it. I think the stuff is still super hot. Here we go. Yeah, it's very hot. So, let's do a thumbnail first. And yeah, it tastes like cheese. Nice, let's try the sauce. No, there's pasta on it. I want just sauce. Very creamy sauce. Yeah. Tastes cheesy, just like a mix, and salty. Yeah, I like that. And I think it tastes just like Or the blue cheese is dominating. Parmesan? No, I don't think so.
Soft cheese, I don't know. Maybe the creaminess. But yeah, there's definitely cheese flavor in it. Quite a lot of cheese flavor. And I like that. Yep, I would call this good. Here we go. Pasta is good too. Not too soft. And the consistency is awesome. As you can see here. Very creamy. Here we go. And it's cheesy. Yeah. Not bad. It's basically cheese cream with pasta. And if you like that, then this one is for you. And I like that, so it's for me. Here we go. Nestle. 58 gram. Yeah, I think it tastes like blue cheese. The mozzarella is, yeah, too light. No idea. Doesn't taste like mozzarella. Parmesan, not so sure. And cream cheese. Soft cheese. Don't think so. But yeah, it's nice. So, last one. Here we go. Thumbs up. For Maggi, quattro formaggi. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine 5-Minuten-Terrine wieder mal. Die ist mir ins Auge gefallen durch dieses Blaue hier. Und dann habe ich gesehen, was? Quattro formaggi? Okay. Habe ich noch nie gesehen vorher. Von Maggi. Und ich mag ja Käse. Also habe ich das einfach mal genommen und gehofft, dass hier eine richtige Ladung Käse drin ist. Die erste Frage ist natürlich, welchen Käse würdet ihr nehmen? Ah, okay, das hier ist Parmesan hier vorne. Ah, das ist Parmesan, Mozzarella-Käse, Blauschimmelkäse und was war das andere? Schmelzkäse. Also ich würde den Blauschimmelkäse wahrscheinlich nehmen oder den Parmesan. Kommt wahrscheinlich auf die Tagesform an, aber eins von den beiden, nicht die anderen. Okay, ja, das ist hier auch drin. Schmelzkäse, Parmesan, Mozzarella und Blauschimmelkäse. Dann sind es noch 48,3% Nudeln und Basilikumzwiebeln, Milcheiweiß. Ja, okay. Und wie man die macht? Natürlich habe ich warmes Wasser benutzt oder besser gesagt heißes. Irgendjemand hat geschrieben, dass ich kein heißes Wasser benutze. Wie kommt man auf sowas? Ich erwärme das vor dem Video, damit es im Video schneller geht. Ist das irgendwie zu hoch oder so? Ja, das war richtig heißes Wasser. Es hat gekocht. Ja, und wenn man es kochen lässt, dann abkühlen lässt und dann nochmal anmacht, dann kocht es nur eine Sekunde und ist trotzdem noch heiß. Alles klar. Habe ich hier reingeschüttet und dann umgerührt. Das geht nicht so gut. Diese Nudeln lassen sich nicht gut umrühren. Aber am Ende kommt was sehr Schönes raus. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Diese Konsistenz hier ist wirklich super. Ist wie so ein etwas weicherer Schmelzkäse mit Pasta drin. Vielleicht war auch zu wenig Wasser, keine Ahnung. Aber so ist das perfekt, würde ich sagen. Sehr schön, besser als zu dünn. Here we go. Und es hat nicht diesen typischen 5-Minuten-Terrinen Geschmack, sondern es schmeckt ganz hart nach Käse. Und ich denke, es ist der Blauschimmelkäse, den man hier rausschmeckt. Nach Parmesan schmeckt es nicht, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist es einfach nur ein Mix, aber ich glaube, man schmeckt den Blauschimmelkäse am meisten raus. Und das liegt mir sehr. Mozzarella, keine Ahnung, der ist hier einfach nur so drin wahrscheinlich. Ja, hatte glaube ich 12 Minuten gestanden oder so. Ja. Eine Kalorie pro Gramm, okay. Sehr viel Salz, okay. Eiweiß, Medium, Fett, ja. Und Zucker ist low. Ja. 89 Cent, glaube ich, im Netto, im schwarzen Netto. Oh, das hier gefällt mir ganz gut. Das ist einfach nur eine Käsesuppe. Here we go.
Wenn man natürlich Käse nicht mag, sollte man hiervon die Finger lassen. Aber es isst sich auch sehr angenehm, sehr dick, cremig. Pasta ist gut, nicht sehr weich. Und sie war 12 Minuten hier drin und ist trotzdem nicht weich, wie noch. Nicht aufgeweicht. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber der bekommt auch hier einen Daumen nach oben. Ist quasi so gut wie Kartoffelpüree. Schmeckt halt nach Käse. Sehr extrem nach Käse. Finde ich sehr gut. Daumen nach oben. Ist hier noch was drauf? Nee. Nestlé. 58 Gramm. Keine Recycling-Tipp. Ja, mach das bitte. Okay. Ist hier gar keine Werbung drauf. Von wegen ohne Geschmacksverstärker und so. Irgendwo sehe ich nur nicht. Keine Ahnung. Bekommt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schmeckt gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.